Los. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier in Köln, Kalkarkade. Ne? Hört ihr mich gut? Lauter! Geht ein bisschen lauter? So, das denke ich mal ein bisschen gut. Bisschen gut, bisschen besser. Stopp, sonst wird's. Ja. Ne? Das, ich versuche mal ein bisschen lauter zu reden. Okay. Oh. Da vorne. Wir machen es gleich nochmal. Ja, das hat sich verbessert. Er hat so kurz Beine. Ich hab wieder gehört. So, auf jeden Fall sind wir hier mit den lieben Ethan zusammen. Deswegen möchte ich mal ganz kurz an meine Seite bitten. Der Ethan ist quasi der Initiator dieses Projekts. Ja. Und dazu habe ich mal ein paar Fragen. Ja? Okay. Und zwar, dieses Projekt, Charity Steps, dieses hattest du schon mal gemacht, oder? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr habt ihr es gemacht. Und erzähl doch mal was darüber. Wie kamst du auf den Namen erstmal? Das würde ich erstmal gerne wissen. Charity Steps. Ich wollte schon immer schon als kleines Kind was für arme Kinder oder Kinder, denen es halt nicht so gut geht, die schwer krank sind. Schon immer wollte ich was machen und deswegen habe ich meinen Manager gefragt, ob wir irgendwie sowas machen können. Und er hat mir das ermöglicht und ich habe mir den Namen dann ausgedacht. Und weil Charity ist ja eigentlich ganz einfach, weil wir hier eine Charity-Aktion machen und Steps, weil es verschiedene Schritte gibt, sowas zu ermöglichen. Das ist doch mal eine sehr gute Idee. Dankeschön auf jeden Fall dafür.